Ich bin ja grundsätzlich mit dem Spiel bin ich ja einverstanden und zufrieden. Vor allem sogar mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Wir haben Fußball gespielt, wir haben versucht, von hinten aufzubauen. Und damit hat, so gesagt, glaube ich, der Gegner schon ein bisschen Probleme gehabt. Auch mit dem Tempo, was wir in der ersten Halbzeit gegangen sind. Spielerisch war es total überzeugend. Ich glaube schon, dass wir in der ersten Halbzeit mit dem 1-0 näher waren als der Gegner. Deswegen kommt der Gegner, so gesagt, auch durch ein Eigentor zur Führung. Wir haben, davor hatten wir ein paar gute Torschancen gehabt. Eine Jan Zoller, wo der allein auf den Torwart zuläuft, dann steht es 1-0. Dann haben wir das Spiel, glaube ich, dann noch besser unter Kontrolle. Ja, wir haben uns vorgenommen, natürlich zu Hause so gut wie möglich zu spielen. In der zweiten Halbzeit ist uns das eigentlich auch geglückt. Da haben wir in der ersten Halbzeit sind wir etwas glücklich in Führung gegangen, 0-1. Und genauso glücklich war dann auch der Ausgleichstreffer, auch wenn es ein sehr schöner war von Bergisch Gladbach, aber ich denke, unterm Strich können wir absolut zufrieden sein mit dem 1-1. Es war eine sehr gute Mannschaft, die spielerisch sehr gut war und muss trotzdem meiner Mannschaft auch ein Kompliment machen. In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal einen Gang höher geschaltet, haben die Chancen gehabt zum 2-0, 3-0. Leider nicht verwertet, ja, das kommt manchmal vor im Sport, aber unterm Strich muss man sagen, war es auch ein leistungsgerechtes 1-1. In der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, genauso aufzutreten wie in der ersten Halbzeit, also spielerisch versuchen zu überzeugen. Klar, dass die Kräfte ein bisschen nachgelassen haben, haben wir so gesagt, in der zweiten Halbzeit Probleme gehabt, in den ersten 10 Minuten in das Spiel reinzukommen. Aber ich glaube, nach hinten raus hatten wir bessere Spielanteile, haben wir versucht, weiterhin Fußball zu spielen, hatten wir ein hohes Tempo gehabt, haben wir so gesagt, mit einem schönen Tor vom Ayaz Shabani dann letztendlich belohnt. Ich glaube, so gesagt, beide Mannschaften können ja mit einem Unentschieden leben. Ich glaube, so gesagt, dass meine Mannschaft mehr investiert hat, so gesagt, und dem Sieg eigentlich näher war als der Gegner.